Heute gebe ich dir 5 Tipps, wie du deine Produktion mit einem Pultec EQ auf das nächste Level heben kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Der Pultec EQ ist meines Erachtens der absolute König unter den Vintage EQs. Was mir insbesondere an ihm gefällt, ist, dass du Instrumenten und insbesondere Vocals samtig seidene Höhen verleihen kannst, ohne dass sie jemals aufdringlich klingen. Aber auch im Low-End-Bereich sorgt der Pultec für fantastische Ergebnisse, zum Beispiel wenn du durchsetzungsfähige, satte Bassdrums brauchst. Das Problem für die meisten ist, dass der Pultec einen für Equalizer etwas ungewöhnliche Oberfläche hat, die den meisten auf den ersten Blick etwas kompliziert erscheint. Wenn du das Prinzip aber einmal verstanden hast, ist es wirklich ganz einfach. Und deswegen erkläre ich dir jetzt als allererstes die Parameter dieses Röhren-Equalizers. Ich arbeite hier mit einem Pultec-Plugin von Logic selber und das sind genauer gesagt eigentlich 2 Einheiten. Nämlich hier die obere, die ist für das Low-End und für das High-End zuständig und die untere hier ist für die Mitten zuständig. Und du siehst schon, es ist ein bisschen ungewöhnlich, ein bisschen unübersichtlich und sieht so gar nicht aus wie ein EQ. Aber es ist ganz einfach, wenn du es durch 3 teilst. Und zwar in diesen Bereich für den Bassbereich, in diesem Bereich für den High-Boost und diesen Bereich für die High Attenuation, also wenn du Höhen absenken möchtest. Wir fangen mal hier drüben jetzt an. Und zwar kannst du hier unten zunächst mal den Frequenzbereich auswählen, den du bearbeiten möchtest. In der Originaleinheit rastet der hier jeweils ein bei diesen Frequenzen. Und hier in dieser Emulation hast du sogar den Luxus, dass du dazwischen auch noch Frequenzen auswählen kannst. Und die kannst du jetzt boosten, also anheben oder absenken. Okay, das ist hier also der Bassbereich. Dann gehen wir weiter in den Höhenbereich und zwar in den Höhenboostbereich, wo du Höhen anheben kannst. Das ist ein bisschen anders als im Bassbereich. Du kannst hier zunächst auch mal die Frequenz raussuchen. Auch das ist bei der Originaleinheit so, dass es einrastet. Hier kannst du zwischendrin rein. Dann kannst du die Bandbreite, also die Filtergüte festlegen, wie in einem normalen Equalizer auch. Und hier oben legst du fest, wie stark du boostest, also um wie viel dB du anhebst. Und im dritten Bereich, hier ganz rechts, hast du die High Attenuation. Attenuation in Englisch heißt absenken. Ja? Das heißt, du wählst hier auch wieder einen Bereich aus, den du unten einstellst und wieder oben kannst du einstellen, wie viel du absenken möchtest und wie viel dB. Hier im Höhenbereich hast du keine Bandbreite, die du festlegen kannst. Jetzt gehen wir runter zur zweiten Einheit hier unten, die für die Mitten zuständig ist. Hier hast du einen Low Peak, das heißt, du kannst dir wieder hier links die Frequenz raussuchen und kannst diese jetzt um einen bestimmten dB-Bereich anheben. Dann hast du hier in der Mitte oder in der zweiten Sektion hier einen Bereich, da steht Dip, das bedeutet so viel wie absenken. Hier kannst du auch wieder den Frequenzbereich festlegen und dann um wie viel dB du ihn absenken möchtest. Und ganz hier oben haben wir den High Peak-Bereich, das heißt, du kannst hier hohe Frequenzen wieder anheben über einen bestimmten Bereich. Und das ist, wenn man es einmal kapiert hat, wirklich nicht besonders schwierig zu verstehen, oder? Bei dieser Emulation hast du hier rechts dann auch noch die Möglichkeit, Bandsättigung hinzuzufahren, wenn du es denn möchtest. Du siehst, so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Und jetzt wird es Zeit, den Pultec in Action zu erleben. Im ersten Tipp zeige ich dir, wie ich ihn auf akustische Gitarren einsetze. Hören wir uns dieses Beispiel hier zunächst mal an. Ja, die Gitarre klingt schon ganz nett, würde ich jetzt mal sagen. Sie ist gut aufgenommen, ist eine gute Qualität, aber es fehlt noch so ein bisschen der Hype. Insbesondere in den Höhen können wir jetzt hier mit dem Pultec wahnsinnig viel rausholen. Ich lasse es mal weiterlaufen und versuche dann meine Einstellungen vorzunehmen. Ich fange jetzt mal an, erst die schlechten Frequenzen zu suchen, vielleicht so um die 400 und die abzusenken. Und dann schauen wir mal, was wir im Höhenbereich und im tiefen Bereich noch machen können. Ich denke, hörst du gerade schon speziell im Höhenbereich, wie gut diese Gitarre klingt und wie schön der Pultec ihr die Höhen hier dazu gibt. Und zwar, wie ich eingangs erwähnt habe, niemals zu aufdringlich. Hören wir nochmal rein. Ich schalte ihn erst aus und dann zu. Musik.
Also hier ein Top-Ergebnis. Du musst nur aufpassen, gerade weil die Höhen hier so schön klingen, dass du nicht zu sehr übertreibst mit dem Boosten. Eher dann vielleicht nochmal 2-3 dB zurückfahren, dann passt es meistens. Vielleicht hast du dich jetzt gefragt, warum ich hier die Tiefen gleichzeitig geboostet und gecuttet habe, also angehoben und abgesenkt. Das erkläre ich dir nachher noch beim sogenannten Pull-Tag-Trick. Tipp Nummer 2, wende den Pull-Tag auf einen Drum-Bass an. Wenn du hier alles richtig machst, bekommst du für deine Produktion eine satte, intensive und durchsetzungsfähige Drumspur. Also auch hier hörst du wieder ein fantastisches Ergebnis. Unglaublich, was für ein sattes, organisches und kräftiges Low-End dir der Pull-Tag hier zaubern kann. Tipp Nummer 3, setze den Pull-Tag auf Gesangsspuren ein. Ich werde dir jetzt zeigen, wie du speziell für Vocals diesen samtig-seidigen Klang erzeugen kannst, den ich mit keinem anderen Equalizer sonst hinbekomme. Und zwar habe ich hier in diesem Projekt Backing-Vocals, die sogenannte Hums singen, also nur Mms sozusagen, und das klingt so. Und du hörst schon, er mmt das sozusagen sehr, sehr hauchig. Und dieses Hauchige hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen prominenter. Das heißt, ich möchte sozusagen einen silky Touch, einen seidigen Touch. Ich möchte dieses Ausatmen, dieses leise Ausatmen, was sie hier am Schluss machen, das möchte ich anheben, dass es noch hauchiger, sozusagen noch verruchter klingt. Das probiere ich jetzt mal hier. Ich starte mal so um die 10 Kilohertz. Wir heben dann ordentlich an und hör dir mal den Effekt hier an. Wahnsinn, oder? Also hier finde ich eines der besten Beispiele, wie seidig, wie glitzerig, ohne aufdringlich zu klingen, der Pull-Tag Höhen anheben kann. Das ist meiner Meinung nach eine seiner größten Stärken. Natürlich kannst du das jetzt auch auf Lead-Vocals einsetzen. Übrigens, um gute Spuren abmischen zu können, brauchst du natürlich auch erstmal gute Rohspuren. Und wenn du da noch Probleme hast in deinem Home-Studio, nicht so richtig weißt, wie mikrofoniere ich eigentlich Drums, wie mikrofoniere ich meine Gitarre oder wie kann ich meinen Gesang richtig abnehmen, auf was muss ich achten, auch bei der Raumakustik, dann empfehle ich dir mein PDF in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinkt als PDF, da kannst du dir das runterladen. Da erkläre ich dir ganz genau mein System, wie ich dafür sorge, dass ich jederzeit perfekte Tonaufnahmen hinbekomme, auch im Home-Studio. Also PDF unten im ersten Kommentar angepinnt, unbedingt runterladen. Und jetzt geht's weiter mit Tipp Nummer 4, der sogenannte Pull-Tag-Trick. Ich habe dir am Anfang erklärt, was du beim Pull-Tag die Möglichkeit hast, im Bassbereich eine gleiche Frequenz gleichzeitig anzuheben und abzusenken. Und auf den ersten Blick macht das überhaupt gar keinen Sinn, auf den zweiten aber sehr wohl. Und warum das so ist, das erkläre ich dir jetzt. Schauen wir uns das Ganze zunächst nochmal mit einem parametrischen Equalizer an. Zunächst mal erscheint es ja nicht wirklich Sinn zu geben, wenn ich jetzt hier eine bestimmte Frequenz anhebe und dann gleichzeitig absenke. Ja, das sieht erstmal komisch aus und so, als würde es nicht wirklich Sinn ergeben. Du musst dir das bei dem Pull-Tag-EQ aber ein bisschen anders vorstellen. Wir machen das mal hier im Low-End, weil um das geht es ja auch. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel anhebe und dann hier mit einem Peak-Filter absenke, dann siehst du, dass ich sozusagen eine Kerbe in diese Anhebung hier reinschlage. Das heißt, hier dieser Low-End-Bereich ist angehoben, wir haben hier einen Dip und haben dann hier wieder die Anhebung. Und so ähnlich kannst du dir das beim Pull-Tag auch vorstellen. Der Low-End-Trick funktioniert besonders gut bei Bass-Drums und auch besonders gut im Dance-Bereich. Wir hören uns mal diese Bass-Drum hier an. Zunächst mal kannst du jetzt sagen, okay, das gefällt mir gut, ich möchte jetzt einfach noch mehr Dampf dieser Bass-Drum geben. Ich schalte ihn hier zu, gehe so auf ca. 60 Hertz und dann boosten wir jetzt zunächst mal das Low-End. Da
Da kannst du schon mächtig Alarm machen. Aber das Ganze klingt so ein bisschen matschig. Das Ganze klingt so ein bisschen überlagert, so ein bisschen matschig, ein bisschen dröhnig. Und jetzt können wir versuchen hier, indem wir die Low Attenuation zuschalten, also indem wir gleichzeitig absenken, das gleiche Frequenzband, das wir angehoben haben, ob wir vielleicht so ein saubereres Ergebnis bekommen. Und das probiere ich jetzt auch mal. Ich schalte zu und gehe dann hier in die Attenuation. Ja, und du hörst jetzt, dass das Low-End trotzdem noch geboostet ist, aber es klingt sauberer geboostet, ja, nicht so matschig. Und ich habe jetzt nicht so gute Analyzer-EQs da, aber wenn wir es hier mal analysieren wollen, dann siehst du, wenn du jetzt hier bei um die 300, 400 Hertz guckst, dass sich da eine leichte Absenkung ergibt, wenn ich die Low-Attenuation dazu schalte. Und Attenuation. Also ganz leicht sieht man es hier. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber ist das nicht genau das gleiche, wie wenn ich einfach weniger Low Boost mache? Nein, das ist nicht das gleiche. Das wirst du jetzt auch gleich hören. Ich fahre jetzt einfach mal den Low Boost wieder zurück. Am besten hörst du das jetzt mit Kopfhörern an, dieses Beispiel. Und fahre ihn dann wieder hoch und dann die Low Attenuation wieder dazu. Und dann wirst du hören, dass sich das ganz und gar nicht gleich anhört, sondern sehr unterschiedlich, ja? Ich denke, du hörst den Unterschied. Also gerade für so Bassdrums, für EDM, für House-Musik, für diese ganzen Dance-Geschichten kannst du hier richtig fette, satte und vor allem saubere Bassdrums zaubern. Tipp Nummer 5, setze den Pultec als Mastering-EQ ein. Denn nicht nur auf Einzel- und Gruppenspuren liefert dieser Equalizer hervorragende Ergebnisse, sondern eben auch als Mastering-EQ im Master-Fader oder im Stereo-Out, wie es bei uns in Logic heißt. Ich zeige dir jetzt einen einfachen Trick, und zwar starten wir ganz einfach erstmal mit Presets, was ein guter Startpunkt ist für Mastering-Aufgaben mit dem Pultec. Ich nehme jetzt dafür hier mal im Stereo-Out oder im Master-Fader, wie es woanders heißt, die ganzen EQs raus oder EQ-ähnliche Sachen raus und wir setzen nur den Pultec EQ ein. Und die Presets findest du hier und zwar Mixbus. So würde ich mal anfangen. Ich nehme mal hier Enhanced Mix. Das ist wirklich ein guter Startpunkt, wenn du mastern möchtest. Hier hörst du, du kannst jetzt, das ist jetzt ein Preset, ich habe jetzt noch gar nicht wirklich nachgearbeitet, kannst du sehr subtilen Popglitzer über deinen Mix drüber streuen. Wir probieren nochmal das andere Preset, das heißt Master Shine. Ich schalte es auch erst wieder ab und dann an. Und auch hier mit diesem Preset ploppt der Mixen weiter nach vorne und es wirkt auf einmal so ein bisschen, wie wenn man so ein Handtuch von so einem dumpfen Mix zieht. Also auch fürs Mastering ist der Pultec hervorragend geeignet. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Ist es bei dir tatsächlich auch so gewesen, dass du diesen Pultec hast, egal in welcher DAW du jetzt arbeitest oder sogar als Hardware-Unit und ihn aber nicht benutzt hast, weil du nicht so wirklich wusstest, was du mit der Oberfläche anfangen solltest, weil das ein Buch mit 7 Siegeln für dich war, oder bist du schon ein absoluter Pultec-Profi und benutzt ihn die ganze Zeit? Das würde mich sehr interessieren. Ich kenne tatsächlich viele, die ihn nicht benutzen, ganz einfach, weil sie nicht so richtig wissen, was sie mit ihm anfangen sollen. Und das ist wirklich, sind vergebene Chancen, weil ich denke, ich konnte dich hier überzeugen mit diesen Soundbeispielen, wie viel der Pultec für deine Produktion machen kann. Falls dich der Equalizer insgesamt interessiert und wie du richtige Frequenzen findest und unangenehme Frequenzen findest, dann empfehle ich dir dieses Video. Da erkläre ich dir nämlich 7 wichtige Frequenzen, die oftmals dafür verantwortlich sind, dass du deinen Mix versaust. Also unbedingt reinschauen. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!